Hallo, endlich mal wieder und willkommen zu Kochs Vegan. Ein neues Kochvideo. Wo ist er denn? Ja, komm mal ins Bild. Ne? Ja, hallo. Ja, heute machen wir das mal ein bisschen anders als sonst, da es in dieser Küche recht laut ist und ihr mich wahrscheinlich sonst relativ schwer verstehen würdet, spreche ich das sozusagen hinterher drüber und der Vergangenheitsheiner wird für euch kochen. Jetzt noch nicht. Gleich. In Ordnung. Erstmal noch etwas Musik, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. So, ja, komm, ist gut. Nee, ach, ja, dankeschön. Wir haben ja schon lange kein Kochvideo mehr gemacht, deswegen haben wir gedacht, erstmal was Einfaches. Das Rezept heute ist übrigens von Matthias. Und ja, im ersten Moment denkt man, ganz schön komische Kombination von Zutaten. Aber im Endeffekt werdet ihr merken, dass, ja, was denn? Mann! Ja, ich werde ja schon fertig. Es gibt auf jeden Fall heute eine leckere Bananen-Zwiebelsuppe. Ja, genauso habe ich auch reagiert, als er mir das mal erzählt hat. Aber ich muss euch sagen, die Suppe ist wirklich extrem lecker. Du darfst jetzt die Zutaten holen, ja. Ja, ihr braucht auf jeden Fall schon mal drei Bananen dafür. Am besten ganz reife Bananen und zwei Zwiebeln. Und kannst du aufhören? Kannst du aufhören? Da fällt bloß eine. Ja. Hallo. Hallo? Ah, ja, super. Toll gemacht. Außerdem braucht ihr auch noch eine kleine Dose Kokosmilch, 400 Milliliter. Und wie das geht, zeigt euch der Vergangenheitsfinder jetzt. Ja, du kannst jetzt loslegen. Die Suppe ist wirklich extrem einfach in der Zubereitung. Als erstes müsst ihr mal die beiden Zwiebeln schälen und die dann auch gleich in kleine Stückchen schneiden. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt Würfel schneiden, aber so halbe Scheiben vielleicht ungefähr, um eine möglichst große Oberfläche zu haben. Zum Kochen nehmen wir jetzt hier Kokosöl. Ihr könnt aber auch jedes andere Öl verwenden. Das unterstützt einfach nochmal ein bisschen den Kokosgeschmack in der Suppe. Ja, wenn das Öl heiß ist, dann gebt einfach die klein geschnittenen Zwiebeln dazu und röstet sie etwas an. Ihr könnt ruhig auch ein bisschen Farbe nehmen. Das ist auf jeden Fall geschmacklich sehr von Vorteil. Aber lasst sie auf jeden Fall nicht zu dunkel werden. So, die sind ja schon ein paar Minuten im Topf und werden schön angeschwitzt. Die Hitze könnt ihr auf jeden Fall etwas reduzieren, damit jetzt die Gewürze nicht zu schnell verbrennen. Und ihr braucht wirklich nicht viel von jedem Gewürz einen halben Teelöffel, und zwar Kurkuma, Koriander, Kumin und ein wenig Zimt. Wenn ihr jetzt bestimmte Gewürze nicht mögt, dann könnt ihr sie auch weglassen oder einfach noch weniger verwenden. Das ist wichtig in der Suppe, wirklich die Gewürze nicht zu stark zum Tragen kommen zu lassen, sondern halt hauptsächlich, dass der Bananengeschmack durchkommt. Und lasst die Gewürze wirklich nur ganz kurz anrösten, damit sie, wie gesagt, nicht verbrennen, und gebt gleich kurz danach ein Stückchen Wasser dazu. Und dann könnt ihr auch gleich die Kokosmilch dazugeben. Dann können auch schon die Bananen rein, also einfach schälen und dann reinbrechen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt schneiden. Die Suppe wird ja nachher sowieso püriert, deswegen ist das nicht allzu wichtig. Und ihr könnt auch hier entscheiden, wie viele ihr nehmt. Also ich habe jetzt hier in der kleinen Suppe drei Bananen verwendet. Wenn ihr jetzt nicht so einen starken Bananengeschmack haben möchtet, sondern eher vielleicht den Zwiebelgeschmack ein bisschen stärker haben möchtet, nehmt ein bisschen mehr Zwiebel. Und dann halt nur zwei Bananen. Ja, natürlich noch ein bisschen Salz. Könnt ihr nach Geschmack machen. Ich habe jetzt hier einfach mal drei Prisen reingemacht. Und etwas Pfeffer, wenn ihr möchtet. Genauso gut könnt ihr auch etwas Chili reinmachen. Je nachdem, was euch lieber ist. Ja, lange kochen muss die Suppe jetzt wirklich nicht. Ungefähr 3 Minuten. Dann könnte sie auch schon pürieren. Also es ist auch wirklich ein sehr schnelles Rezept. Das Kurkuma ist übrigens auch nur für die Farbe drin, also wenn ihr lieber eine helle Bananensuppe haben möchtet, dann könnt ihr es auch machen. Sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Als Deko könnt ihr jetzt entweder etwas gehackten Koriander nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach etwas Rote Beete Balsamico. Auf jeden Fall auch sehr lecker. Ja, das Beste zum Schluss, das Kosten. Er freut sich auf jeden Fall schon. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Und schmeckt auch wirklich fantastisch.
Also sie ist wirklich sehr süßlich, eine sehr süßliche Suppe, aber durch die Gewürze und durch diese Röstaromen der Zwiebeln habt ihr eine sehr, ja, herzhaft süße Suppe sozusagen. Und bei unseren Gästen, als wir sie einmal als Tagessuppe hatten, ist sie auch wirklich sehr gut angekommen. So, ja, das reicht jetzt. Ja, ist ja gut. Lass mir auch noch was übrig. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und auch das Rezept. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach hoch da. Und unter dem Video findet ihr noch ganz viele Links zu anderen Rezepten. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Was hast du vor? Nein, 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 lass mir auch was übrig.